Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch. Ja, ich möchte euch erzählen, wie es mit Terrasholz weitergeht diese Saison, weil wir bekommen gerade einige Anfragen. Wie geht's denn mit euch weiter? Macht ihr noch maßgefertigte Sandalen für uns nach Fußabdruck? Und die erste Antwort ist, natürlich machen wir das. Und wir haben auch über den Winter sehr viel für euch erarbeitet und darüber geht dieses Video. Ich möchte euch so ein paar Neuigkeiten vorstellen. Ich sitze jetzt hier draußen. Ich bin, wie viele auch wissen, umgezogen. Ich wohne jetzt in einem kleinen Haus mitten im Wald und es tut mir total gut. Ich kann mich jeden Tag erden und ich kann jetzt wirklich auch das leben, wovon ich immer erzählt habe. Ich kann barfuß laufen. Ich habe meistens Sandalen an den Füßen und gehe spazieren. Ich habe ganz viel... Ich nehme mir ganz viel Zeit für Spaziergänge und das sind natürlich dann auch immer meine Testspaziergänge für die neuen Sandalen, die wir gerade entwickeln für euch. Und ja, ihr könnt ganz gespannt sein. Es gibt viele positive Neuigkeiten. Trotz der Krise draußen haben wir weiterentwickeln können. Wir haben nicht alles so machen können, wie wir uns das vor 2 Jahren vorgestellt haben, aber wir haben vieles andere dafür entwickelt, was uns wirklich sehr, sehr freudvoll stimmt. Und das erste ist, wir haben eine deutsche Manufaktur gefunden. Erstens, die handgefertigten Sandalen für uns herstellt, also danke auch an Tina. Und die macht im süddeutschen Raum für euch jetzt die maßgefertigten Sandalen, alles so, wie es das auch immer schon im letzten Jahr gegeben hat, mit den Bergsandalen, mit dem Asphaltmodell, mit Magneten, mit Erdung. Und gleichzeitig haben wir in der Nähe von Dresden eine Manufaktur gefunden, die für uns Sandalen jetzt auch auf Größen herstellt. Und das ist ganz schön, weil wir dadurch auch euch die Möglichkeit geben, weil das haben wir schon lange überlegt, euch auch Do-it-yourself-Kits, also Selbermach-Kits anzubieten. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ihr eine schöne, ausgestanzte Sohle auch bekommt, die ihr dann selber an eure Füße schnüren könnt. Jetzt kommt hier gerade die Sonne raus, es ist wunderschön. Ich sitze hier an einem einsamen See, es ist mein Lieblingsort und jetzt zwinkert mir die Sonne so ein bisschen ins Auge. Lasst euch davon nicht ablenken. Ja, die Do-it-yourself-Kits, die wird es ab Mai geben. Und das wird einfach eine 4mm Sohle sein mit einem neuen Material, was sich OnSteam nennt. Das ist ein veganes, sehr robustes, sage ich mal, Leder. Und ich liebe das Material total, weil es einfach alle Feuchtigkeit auch aufnimmt, wie zum Beispiel Fußschweiß. Und nach außen wieder abgibt. Also die Feuchtigkeit wird sozusagen transformiert. So kann ich das so aus meinem eigenen Erleben berichten. Ihr habt also eine trockene Oberfläche, außer es strömt jetzt wirklich der Regen von oben. Dann habt ihr natürlich auch nasse Fußsohlen. Das kann die Sohle nicht aufnehmen. Aber wenn ihr jetzt so im Sommer schwitzt, dann habt ihr eben durch dieses Material die meiste Zeit trockene Füße. Und das ist eben sehr robustes Obermaterial. Und das benutzen wir jetzt für alle Sandalen. Und ja, bei dem Do-it-yourself-Kit ist es eben so, dass ihr eine 4 mm Vibram-Sohle habt und darüber das OnSteam. Und es wird es jetzt auch bald auf der Webseite geben. Ab Mai werden die neuen Modelle auf die Webseite kommen. Wir haben auch Standardmodelle nochmal neu entwickelt. Wir haben jetzt für die Stabilität noch eine Kork-Zwischensohle eingearbeitet. Das ist ein ganz stabiles Kork-Latex, sodass auf gar keinen Fall die Löcher mehr ausreißen können. Das war uns auch ganz wichtig und gleichzeitig sorgt Kork ja auch immer für Belüftung, für Wohlbefinden am Fuß, für angenehme Temperatur. Und es wird eben direkt unter die Oberfläche verklebt, sodass ihr eine sehr angenehme Fußtemperatur behaltet, auch an heißen Tagen. Dann haben wir zusammen mit der Tina, ich freue mich sehr, ich hoffe, sie kommt auch bald mal auf unsere Webseite. Ich sage ihr immer, schreib doch mal einen kleinen Text über dich. Sie fertigt jetzt eben die Sandalen mit ihrem orthopädischen Wissen an. Also sie ist gelernte Orthopädie-Meisterin. Also sie hat wirklich echt das Know-how für eure Füße. Und die werden jetzt nochmal extrem schön für euch angefertigt. Und ja, ich freue mich da sehr drüber. Und sie hat eben auch gemeinsam mit uns eine Wickelsandale entwickelt. Eine Wickelsandale entwickelt, genau. Die könnt ihr an eure Füße wickeln. Das sind schöne, sehr weiche Bänder. Die machen wir hier auch gemeinsam mit einer Näherin. Und
Ja, ich werde euch mal ein paar Fotos zeigen. Das wird auch erst alles ab Mai auf der Webseite sein, aber ihr könnt die auch schon bei uns auf den Facebook-Seiten sehen. Und ja, ich denke, Ende nächster Woche sind die gestanzten Sohlen dafür fertig. Also es wird also auch mit einer Kork-Zwischensohle sein und es wird einen Walnuss, ganz 2 mm Walnuss EVA unter der Oberfläche haben, sodass ihr wirklich auch mehr Weichheit habt. Und dann haben wir auch Kork-Obermaterialien und Alcantara und auch wieder dieses On-Steam, von dem ich eben erzählt habe. Und die Wickelsandale ist für Frauen, Männer und Kinder. Genau. Und ich liebe sie total, weil sie so weich ist am Fuß. Also ich werde euch auf jeden Fall ein paar Bilder auf Facebook nochmal posten. Wir werden die Woche neue Fotos machen. Es gibt verschiedene Bänderfarben. Ihr könnt die Bänder austauschen. Und wir arbeiten auch an einer Kollektion. Ihr wisst, wir haben ja, ihr seht das hier so ein bisschen, wir haben T-Shirts für euch. Die könnt ihr bestellen, sind auch auf der Webseite. Und das ist unsere Naturally Connected Barfußmode. Und davon gibt es Kapuzenpullis, es gibt Teddybären, es gibt T-Shirts. Also ihr könnt da einfach mal drauf schauen. Und wer bei uns einkauft, der unterstützt natürlich jetzt auch unsere Produktion damit. Ihr könnt die T-Shirts direkt beim Anbieter bestellen, dort werden sie bedruckt und schaut euch auch genau die Größentabellen an. Ja, dann wird es in Portugal wahrscheinlich, wenn alles klappt, zum Mitte des Sommers auch noch mal eine neue Kollektion geben. Das wird eine schickere Lady-Sandale geben und die ist auch aus Kork und Alcantara. Alcantara ist übrigens auch so eine Art veganes Velourleder. Ihr merkt, wir sind sehr auf diesem Veganen auch. Wir haben zwar immer noch Ledersandalen, aber wir haben auch weiter uns umgeschaut, was gibt es für Alternativen zu Leder. Und Alcantara wird in der Automobilindustrie angewendet und ist sehr robust und gleichzeitig ganz weich. Es ist ein sehr hochwertiges, sehr leichtes Material. Und ich liebe es sehr, vor allen Dingen auch bei den Wickelsandalen, weil es so ein bisschen flauschig ist, auch am Fuß. Und dadurch, dass wir ja noch die Walnuss darunter verarbeiten, die ihr auch wahrscheinlich schon kennt, haben wir ein sehr schönes, weiches Trittgefühl und trotzdem haben wir Barfußgefühl. Ihr wisst, ich bin nicht mehr so für die ganz dünnen Sohlen, weil die meisten von uns laufen eben auf Asphalt. Und da ist es wichtig, auch so ein bisschen Weichheit in die Sohle reinzubringen. Und das kriegt man eben mit dem Aerosorb, wie bei den Asphaltmodellen. Oder bei den Bergmodellen verarbeiten wir das auch. Das ist so eine Art ganz leichter Trittschaum. Der ist ganz dünn, 2 bis 3 mm ist der nur. Und den verarbeiten wir in der Zwischenschicht, wo übrigens dann auch die Magneten verarbeitet werden. Deshalb kann man die auch nicht sehen. Man fühlt die auch nicht. Man fühlt die nur energetisch, aber man kann sie eben nicht unterm Fuß direkt fühlen. Und das ist auf längeren Wanderungen einfach gelenkschonend, ja, weil diese ganz weichen, dünnen Sohlen, das ist eigentlich auch nur für Menschen, die wirklich sehr viel Barfußerfahrung haben. Und wenn man jetzt beginnt, sich in dieses Thema Sandalen, freie Füße und so weiter rein zu entwickeln, dann ist es wichtig, dass man eben auch ja, erstmal mit einer vielleicht etwas dickeren, weichen Sohle beginnt. Muss aber nicht. Ich selber bin gerne auf den neuen Wickelsandalen unterwegs. Das ist gerade mein Favorite-Modell, weil es einfach mal was ganz Neues ist. Es wird aber auch, wenn alles gut geht, zum Mitte, Ende des Sommers eine Klettsandale geben, auch aus Alcantara und auch aus Leder. Und die werden in Portugal produziert, gemeinsam mit der neuen Lady-Sandale. Wobei die Wickelsandale ist ja auch schon so ein bisschen schicker. Kann man auch gut zum Kleid anziehen, wenn man jetzt eine Frau ist. Die Männer lieben sie auch zu Yoga-Hosen zum Beispiel. Die sehen auch schick aus zu Jeans. Ist also auch Unisex, die Sandale. Aber wir arbeiten eben jetzt auch noch mal an einer etwas, sag ich mal, an einer Ausgehsandale. Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder auch auf Konzerte gehen können. Und das ist wahrscheinlich auch so aus meinem Wunsch raus entstanden. Ich liebe einfach Kulturszene und ich habe einfach auch Lust, mich zwischendurch schön anzuziehen und dann auch eine schickere Sandale zu tragen. Und für die Männer kommt dann eben die schickere Klettsandale und für die Frauen kommt auch eine Klettsandale und wir planen eben auch eine sehr filigrane, ich sag jetzt mal so eine Riemchensandale aus Kork und Alcantara. Super federleicht und dünn, minimalistisch, alles was man braucht im Sommer und nicht mehr. Und ja, ihr könnt die Do-it-yourself-Kits, das habe ich jetzt gerade überlegt, ich werde die schon mal einstellen. Es sind nicht alle Bilder vorhanden, weil sie eben noch in der Produktion sind, aber ihr könnt sie vorbestellen und ihr
tätet uns auch damit einen riesengroßen Gefallen, weil auch wir sind in der Krise. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir den Online-Shop haben, aber wir haben jetzt auch Händler übrigens, wollte ich euch noch sagen. Ihr könnt bei uns Händler werden. Wir haben jetzt gerade eine neue Händlerin. Hallo Bettina, Grüße in die Schweiz. Ja, da mache ich vielleicht noch mal ein extra Video drüber, aber wir haben jetzt einen Schweizer Versand ab Mai. Ab Mitte Mai werden die Tarasols auf Größen und die Do-It-Yourself-Kits werden in der Schweiz, könnt ihr direkt bestellen und spart eine ganze Menge Porto. Und in England haben wir Fried, den Andrew und die Sarah. Greetings! Und die werden auch ab Mitte Mai die neuen Do-It-Yourself-Kits erstmal anbieten. Und ihr könnt sie gleich in England bestellen, was natürlich logistisch gesehen viel einfacher ist. Es zieht hier gerade ein Gewitter auf. Deshalb komme ich jetzt mal zum Ende. Und wir haben den Barfüßler in den Barfüßler-Stores. Ja, dort könnt ihr vor Ort euch die Sandalen anpassen lassen. Das ist ein ganz besonderer Service. Und die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter sind super eingearbeitet auch. Wir werden denen genau zeigen, wie die Schnürung geht. Und ihr könnt dort auch die Do-It-Yourself-Kits bekommen, so wie online als auch offline. Das ist ja gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Machen die Läden auf, ja oder nein? Oder dürfen sie aufbleiben? Ansonsten könnt ihr einfach die Sandalen auch dort in den Online-Shops bekommen, wenn ihr den Barfüßler unterstützen möchtet. Das lege ich euch auch sehr ans Herz. Hallo Frank, Grüße auch an dein Team. Ja, jetzt zieht hier ein ganz schöner Sturm auf. Ich schau mal, dass ich in meine Hütte komme. Und liebe Grüße an euch. Bis ganz bald.